Jo, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin heute einmal wieder unterwegs. Kanuntum, bekanntes Gebiet. Wie da hinter zu dem kleinen Schlossteich, da schauen wir zu, wie ein paar schöne Impressionen. Vielleicht einfangen wir dann oben zur Donau. Möchte mal was aufs Feuer, nicht so weit wieder mit. Schauen wir mal, der Wind ist extrem, aber okay. Ein bisschen was aufs Pfanderl. Ja, ich würde sagen, nicht lange plappern, sondern gehen wir mal. Ja, wir sind da jetzt hier unten bei diesen römischen Ausgrabungen auch. Das ist noch so ein Teil davon. Ihr wisst ja, ich wohne da in der Nähe von Kanuntum. Da ist eine wunderschöne Stadt nachgebaut worden. Und da war ich natürlich auch schon drin, da gibt es ein Video davon. Ich verlinke euch das da oben im Eck. Dann könnt ihr euch das einmal ein bisschen anschauen. Ja, aber jetzt schauen wir weiter. Dann sind heute keine da, aber wir schauen hinterher zum Schlossteich, weil der liegt quasi da dahinter. Ja, leider, da ist zu. Okay, ist halt so. Komme jetzt leider nicht zum Steg oben, aber gut. Ist so, kann man nicht ändern. Da noch mehr Blick, bevor wir weitergehen. Ah, das ist wieder mal dschungelmäßig bei mir in die Donau an. Das ist einfach gigantisch. Gefällt mir immer wieder gut. Ich war ja vor, ja, sind sicher schon 5 Wochen her, wo ich ja versucht habe, zur Donau zu kommen, habe ich müssen umdrehen, weil es nicht weitergegangen ist. Video kann ich euch da oben verlinken. Und ich denke, das wird jetzt sicher schon so weit sein. Aber schauen wir es uns selber an. Seht ihr das ein? Schaut es mir an. Ja, immer wieder schön zum Sehen. Da war ein Schiff versteckt da oben, aber ich habe es entdeckt. Ja, Freunde, und jetzt soll ich mir einer sagen, ist das geil oder ist das geil? Wahnsinnsaussicht wieder mal. Herrlich. Ja, wie gesehen, drüber kann man da auch gehen, das ist einmal super. Und ich glaube, das ist so relativ der tiefste Punkt vor der Donau selber. Also wenn man da jetzt durchkommt, kommt man wahrscheinlich zur Donau. Ja, ich weiß, dass da in die Gebüsche Biber gibt. Da leben ein paar. Aber die zeigen sie jetzt natürlich nicht. Aha. Da hat er umgehoben und was gesucht, so wie es ausschaut. Ja, das war da mein Platz, aber das schaut gar nicht so zwider aus. Ja. Schauen wir mal rein. Ja, wie ihr vielleicht hören könnt, da geht ein extremer Wind herunter. Ja, das hätte ich mir vorstellen können. Es ist auch alles waschenlos und für mein Feuernetz da natürlich nicht das Allerbeste. Jetzt überlege ich, wie da hinten ein bisschen in den Wald reingehen werde. Ich schaue halt einmal hin, weil so ist das nicht das, wie man es vorgestellt hat. Ja, meistens kommt es anders, als man denkt. Ne? So. Stapft da jetzt ein bisschen durch den Wald durch einer. Da ist natürlich auch noch alles waschenlos, das habe ich natürlich nicht bedacht. Was natürlich die Feuerholzsuche ein bisschen erschweren wird, aber ja, schauen wir halt. Man muss aufpassen, wo man hinsteigt, da ist auch alles noch waschenlos. Da herinnen, was windstürmisch ist, das ist, zeigt es natürlich auch gleich viel aggressiver. Da sind diese Gößen überall. Naja, ich suche mir jetzt trotzdem einen Platz.
Schöne Lianen da. Herrlich. So, ich denke, der Umgestürzte da, der macht einen guten, soliden Eindruck noch. Das schneiden wir noch weg, gemütlich zum Sitzen. Ja, den nehmen wir. So, ich habe in der Zwischenzeit alles hergerichtet. Mein Feuernetzerl aufgestellt, ich habe mir Holz gemacht. Es gibt heute wieder mal Kotelett. Da habe ich mir vier mitgenommen, das sind aber eh kleine. Also. Dann ein Erdäpfel werden wir wieder schneiden, der kommt ins Pfandl. Und ein bisschen an Paprika und Radieschen habe ich noch daheim gehabt, das habe ich auch mitgenommen. Dann werden wir den noch ein bisschen würzen natürlich. Ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. Das dürfte was werden, freut mich. Oh, macht sich voll, voll gut. So, die Erdäpfel sind noch mit drin. Schauen wir mal, was wir da draus machen. Ja, da kommt natürlich Freude auf. Das geht super. Kommen wir da jetzt einmal auf das Bredel drauf und eine mit dem Kotelett. So, da. Herrlich. So, Freunde, aber jetzt geht's los. Dann haben wir ein bisschen drüber jetzt. Herrlich. Ja, und ich kann nur sagen, Mahlzeit hätte ich sagen. Ne? Exquisit, kann ich nur sagen. Exquisit. Ja, Freunde, ich denke, ich werde jetzt mal das nachsehen, dass ich jetzt nicht mehr weiter filme. Die Kamera da an den Stuhl, weil sonst wird mir meine Kotelett kalt. Das ist mir wirklich sehr gut gelungen. Also, bis später, Freunde. Ja, dann habe ich mal vorgestern noch mein neues T-Shirt gebaut, nämlich aus meinem Schneidbrettl und ein Tischstativ. Also auf alle Fälle kann ich das auf dem Baumstamm ausstellen, wurscht wie das steht, und kann dann mittels Knopf das Ganze schön in die Waage stellen. Und dann passt es. Eins ist natürlich klar, dass das nicht so einen Halt hat wie das Einbein-Tischerl, aber es erfüllt seinen Zweck. So. Und jetzt gibt es einmal einen Kaffee. So, der erste Gruß, wie immer, an meine Krankensesseln. Werd's mir ja gesund. Und an meine ganzen anderen werd's mir ja nicht krank. Prost! Ja, herrlich, funktioniert alles da los. Also dieses Carbon-Fleece, wenn das drin ist,
kannst du das umdrehen und da rinnt nichts aus. Kommt natürlich darauf an, wie viel es anfühlt. Aber so, da rinnt nichts aus. Das ist, besser geht's nicht. Ich werde vielleicht noch mit einer Tipps und Tricks-Serie ein Video dazu machen, was man dazu alles braucht, falls Interesse besteht. Mein Pferd habe ich zuerst schon weiter weggetrunken, das dürfte schon fast aus sein, das freut mich natürlich. Dann kann ich schon langsam genießen und so. Und dann ist das Geschichte. Da ist dann nur mehr Aschen, was überbleibt. Ja, es ist wieder da noch schöner Wurm. 19 Grad. Angenehm. Ja, die nächsten Tage soll es dann wieder regnen bis übers Wochenende. Heute ist Mittwoch. Ja, auf alle Fälle habe ich da wieder ein schönes Platzl gefunden gehabt. Und ja, Holz ist mir sogar noch überblieben. Wieder mal zu viel gemacht, wie immer. Da ist nicht mehr viel überblieben. Das Netz ist nach wie vor super in Ordnung, gefällt mich. Wasser drüber. So, im Großen und Ganzen habe ich alles eingepackt, also zusammengeräumt. Jetzt kommt noch alles in den Rucksack rein. Dann werden wir da wieder alles schön sauber wuseln. Habe ich heute vertreten, werden wir ein bisschen drüber wuseln. Dort bei der Asche machen wir auch noch schön zu. Und ja, ich räume jetzt ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schaut ganz gut wieder aus. Gehen wir. So, jetzt bin ich wieder, wo ich hergekommen bin. Und da gehen wir jetzt wieder gemütlich zurück. Echt super da wieder. Gefällt mir. Ja, Freunde, wir sind eigentlich am Ende der Tour. Ich habe jetzt noch 1,5 Kilometer, aber da gibt es nichts mehr Aufregendes zum Sehen. Das, was ich gesehen habe, habe ich beim Herkis schon gefilmt. Ja, und in dem Sinn kann ich noch wieder sagen, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.